Heute habe ich euch mal ein Video für ein ja doch etwas teureres Thema, und zwar geht es um das Thema Turbolader. Turbolader, was ist das? Es brauchen viele Motoren, die eben möglichst wenig Hubraum haben, dementsprechend auch geringe Abgaswerte, um überhaupt noch Leistung zu haben. Der Turbolader verdichtet mit Hilfe vom Abgas den Ansaugluftdruck, mehr Druck im Zylinder, gleich mehr Leistung. Worauf sollte man beim Turbolader achten? Ein Turboladerfahrzeug sollte man immer auf Betriebstemperatur fahren und nicht kalt treten. Wenn man sowas macht, zeige ich euch mal, wie so ein Turbolader aussieht und was somit zum Turbolader alles passieren kann. Wir haben hier den neuen Turbolader des Autos und den alten. Den habe ich bereits ausgebaut. Das hier vorne, dieses Schaufelrad, es ist komplett leicht beweglich. Beim alten Turbolader geht das nur noch mit Kraft. Das Problem ist, wir haben hier hinten ein Kugellager drinnen. Das Kugellager ist ölgekühlt. Wenn das Kugellager hinüber ist, dann setzt sich auch diese Welle fest. Das zweite Problem, das wir bei diesem Turbolader haben, zeige ich euch gleich. Wie man hier sieht, das sind die Luftkanäle im neuen Turbolader. Im alten Turbolader ist hier ganz deutlich zu erkennen, ist ein Spannungsriss. Deshalb muss der Turbolader raus. Dieser Turbolader ist überhitzt. Auf gut Deutsch, der Turbolader wurde entweder nicht warm gefahren oder im zu heißen Zustand zu schnell ausgemacht. Wenn man Langstrecke auf Turbolader fährt, ist es sinnvoll, die letzten 5-6 Kilometer das Auto sehr passiv zu fahren, damit der Turbolader abkühlen kann, damit das Öl den Turbolader runterkühlt. Das ist in dem Fall nicht geschehen. Es ist eine relativ teure und sehr große Operation bei dem Auto. Und man kann es eigentlich vermeiden, dadurch eben, indem man immer daran denkt, Turbolader einfach warm fahren, einfach kalt fahren. Vielleicht noch am Schluss, wenn man steht, wenn man angekommen ist, noch ein paar Sekunden, eine halbe Minute laufen lassen im Stand, bevor man ausschaltet. Vermeidet solche Spannungsrisse, vermeidet eine richtig, richtig teure Reparatur. Habt ihr schon mal Probleme mit dem Turbolader gehabt? Haut das mal bitte in die Kommentare.